Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Und wir befinden uns immer noch im Wachturm. Im Wachturm. Im Aussichtsturm. Auf der Küstenstraße. Haben leider keine Waffe gefunden und ich würde sagen, wir begeben uns. Ich muss auch mal gucken, ist schon wieder ein wenig länger her. Ja. Wir begeben uns jetzt nochmal rüber auf die andere Karte, weil wir jetzt schon hier in der Nähe des Durchgangs sind. Und ich wollte direkt zu Anfang erstmal sagen, dass ich erstmal eine kleine Pause machen werde. Mit The Long Dark sozusagen die Staffel 1 beenden werde und darauf warten werde, dass ein wenig mehr Inhalt kommt und die Alpha ein wenig weiter voranschreitet. Denn ich möchte mir den Spielspaß jetzt nicht trüben lassen, indem sich hier so vieles wiederholt. Ich habe das Spiel auch schon gespielt, bevor ich dazu ein Let's Play gemacht habe und von daher wird es jetzt langsam ein wenig langweilig. Naja, gut, langweilig nicht wirklich, aber es ist zumindest ein bisschen eintönig geworden. Und damit ich nicht ganz die Lust daran verliere, werde ich damit erstmal kurzzeitig aufhören. Das heißt kurzzeitig, ich denke mal, der ein oder andere Monat wird ins Land streichen, bis da ein paar neue Sachen hinzugekommen sind. Ein paar mehr. Aber es wird auf jeden Fall nicht das Ende sein des Let's Plays. Es ist nur eine kleine Pause. Und das wollte ich nur mitteilen. Nicht, dass man sich dann wundert, dass von diesem Spiel keine Folgen mehr kommen. Ich werde mich jetzt erstmal ein paar anderen Spielen widmen. Und darum wird das wohl hier die letzte Folge sein. Vorerst. Oder die letzten beiden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt spiele. Ich wollte eigentlich noch kurz rüber in die andere Map. Und ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich lang muss. Hier ist der Aussichtspunkt. Da war der Aussichtspunkt. Und in die neue Map ging es dann wo? Kommen wir überhaupt in die neue Map? Musste ich jetzt weiter hoch oder wieder runter? Ich bin mir gerade ein wenig unschlüssig. Wie ich hier lang gehen muss. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Ich meine, ich müsste wieder ein Stück weiter nach unten. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Das letzte Mal habe ich das ja eher zufällig gefunden. Und es ging irgendwie eine enge Gasse entlang. Irgendwo musste man sich da durchquetschen, mehr oder weniger. Und dann kam man vor den Bergwerkeingang. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall hungrig. Also schauen wir mal, was wir hier dabei haben. Wir haben noch Kaffee. Hier. Trockenfleisch. Ach, ich dachte, das bringt irgendwie mehr. Nehmen wir den Dosenöffner. Und ziehen uns ein bisschen Schweinefleisch mit Bohnen rein.
Und dann geht's auch schon wieder. Hör mal, Heidi Witzka, geht es hier los. Da rennt er davon. Genau, hier, das sieht doch so aus. Ich muss hier auf jeden Fall geradeaus. Das kommt mir doch bekannt vor. Ah, da war der Boost auch schon wieder weg. Der Erschöpfungsstatus steigt. Weil ich jetzt mal ein paar Meter gerannt bin. Das Essen geht uns auch langsam zur Neige. Hier sieht alles noch gut aus. Ja. Jetzt ein Gewehr. Wäre natürlich schon wieder ein wenig sicherer vom Gefühl her. Okay, man hat ja schon gesehen in der Vergangenheit, dass das auch nicht immer unbedingt nützt, wenn man daneben schießt. Aber theoretisch ist zumindest die Überlebenschance ein wenig höher als ohne. So, jetzt bin ich hier in diesem Hütten. Und dann musste ich hier nach oben. Genau. Ja, ich hätte vermutlich auch den anderen Weg einfach geradeaus. Ich habe jetzt einen Umweg gemacht, glaube ich. Ich hätte oben auch links vom Aussichtspunkt den Weg hinunterschreiten können. Es wäre, hätte. Fahrradkette wäre vermutlich ein wenig kürzer gewesen, aber nun gut. Wir werden auch hier entlang den Weg finden. Müdigkeit. Jetzt sind wir schon müde? Ach, falscher Kopf. Alles klar. Dabei laufe ich hier so behutsam daher. Oh Gott. Und jetzt musste ich doch hier irgendwo rein, sag mal. Hab ich mich jetzt doch vertan? Was ist das hier? Guck mal, jetzt können wir schon mal wieder ein bisschen rennen. Ich bin jedenfalls gespannt, was da noch kommen wird. Ich meine, wir sind jetzt bei der Alpha 028, also eigentlich noch ganz am Anfang. Und da könnte noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Muss ich jetzt da hoch? Boah, ich weiß es nicht mehr. Hier war ich noch gar nicht drin, ne? Ja, okay. Dann schaue ich mich doch hier mal kurz um. Bauen wir Socken, was war das? Achso, das war nur ein Schatten. Baumwollsocken brauche ich nicht. Einfaches Werkzeug. Nein, daneben. I could use this. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch? 5 Stunden Tageslicht. Müdigkeit. Wir legen uns mal kurz eine Stunde hin. Das reicht zwar nicht, aber ist egal. Bis zum Bergwerk werden wir es ja wohl noch schaffen. Falscher Knopf. Es hat gar nichts gebracht. Ich bin begeistert. Ich glaube, wir mussten jetzt hier hoch. Das ist diese schmale Gasse. Boah, ich weiß es wirklich nicht mehr. Da spielt man eine Woche nicht und schon ist wieder
kommt man sich wieder vor wie der erste Mensch hier. Ja, ich hätte hier einfach weitergehen sollen und ich wäre ganz schnell da gewesen. Jetzt sehe ich es. Hier ist das Bergwerk. Wir haben einen großen Umweg gemacht. Tja. Na gut, jetzt weiß ich das. Noch. Nach der Pause habe ich es vermutlich vergessen. Aber das macht ja nichts. Dann müssen wir, denke ich mal, eh wieder auf der ersten Karte anfangen, weil alles resettet wurde, die ganzen Spielestände. Wie beim letzten großen Update. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich hier überhaupt eine Laterne dabei? Ja, und die ist leer. Tatsache. Habe ich noch eine dabei? Oh. 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 Das ist natürlich ungünstig. Hope nobody needs this anymore. Ach ja, stimmt, ich bin ja gestorben. Ich wundere mich gerade, wieso hier das noch nicht ausgeräumt wurde. Aber hier gab es doch auch eine Laterne, oder? Direkt hier am Anfang habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Mit diesem Flairlicht sieht man jetzt nicht allzu viel. Ein Dixie-Klo? Kann ich mich auch schon gar nicht mehr daran erinnern. Gab es da ein Dixie-Klo? Doch, ne? Wenn ich mich nicht alles täuscht. Gab es das, aber ich könnte mich schon wieder darüber amüsieren. Haus ist auch noch geschlossen. Was ist, wenn man nötig muss? Dann stehst du hier. Fängst du an, hier mit der Flair das Schloss zu schmelzen? Ah, geh schon auf. Aber bis du da drin bist, hast du dich eingemacht. Also, wenn du nötig musst. So, mit dieser Flair sieht man wirklich suboptimal. Wo bin ich hier und bin ich überhaupt richtig? Gehe ich hier schon wieder? Mann, hier gab es doch irgendwo eine Laterne. Ich brauche ja nicht mal eine Laterne, ich bräuchte ja eigentlich nur ein bisschen Benzin. Das gab's doch hier auch. Hier gab's doch Benzin. Vor allen Dingen hier drin. Eieiei. Das ist ja alles random. Schade. Trockenes Leder. What have we here? So, Schnur unten. Noch das. Den Brandbeschleuniger habe ich jetzt 6 Mal und den kann ich dafür gar nicht benutzen. Das ist doch schon mal doof. Könnte ich mir denn eine Fackel kann ich mir hier natürlich gar nicht machen. Weil ich hier drin kein Feuer machen kann. Jetzt habe ich mich schon verlaufen. Also ich weiß nicht mehr. Wow. Ich überhaupt den richtigen Weg gehe. Scheinbar schon. Ach guck, habe ich auch dabei. Ein Nähset. Thermostiefel. Immer. Immer her damit.
Thermostiefel sind schon mal nicht schlecht. So, außerdem bin ich völlig überladen. Mal wieder. Gewehrpatrone nehmen wir immer. Kleinvieh macht Mist. Wir haben schon drei einzelne gesammelt. Das sind schon mal drei Schüsse. Können ja rechnen. Und ich würde sagen, ich lege mich mal ganz kurz hier aufs Ohr. Ja, so geht das. Habt ihr gesehen. Wir schlafen mal 5 Stunden, ausruhen, so 2 Stunden Tageslicht über. Ja, hier mach hier drin, uch, knarz, der Stuhl. Hier drin macht es ja keinen Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist. Leider sind wir immer noch völlig erschöpft. Ich trinke mal kurz eine Kleinigkeit und esse eine Kleinigkeit und... Guck mal hier, ui, was haben die denn? +2,8 dazu, ist ja Wahnsinn. Das ist ja ultimativ, ist das. Die zerlege ich doch direkt mal. Die 2 Kilo können wir nämlich gar nicht gebrauchen. Und jetzt sieht das schon besser aus. Aber ich wollte noch etwas trinken. Ich vergaß. Wir nehmen mal hier Gipfelbrause. 44%. Ich sortiere mal kurz nach Haltbarkeit, dann trinken wir mal den ganzen Rest. Das gibt ja auch ein paar Kalorien dazu, der gute Zucker. Und dann essen wir noch was Zuckriges. Und dann sieht das schon besser aus und dann können wir nochmal schlafen, 5 Stunden. Nein, jetzt hätte ich es fast wieder getan. So, aufheben. Wir sind ausgeruht. Sehr schön. Dann löffeln wir noch kurz ein wenig von der Tomatensuppe. Uiuiui, das Essen geht aber schnell weg. Naja, obwohl ich kann mich nicht beschweren. Also ich habe schon... Wie gesagt, wo ich hier noch vor den Let's Play gespielt habe, also da musste ich mich hier ständig von Tier und Fisch und allem ernähren. Da habe ich sehr lange auf der ersten Karte verbracht und da ist das ja wirklich ein Schlaraffenland hier, was man hier an Lebensmitteln findet. Meine Güte. Von daher sage ich da mal nix. Jetzt. Oh, sag mal. Junge, Junge, Junge. Die Menüführung. Ich fand die früher irgendwie besser. Jetzt ist sie zwar grafisch und so und hier mit schönen toller JPEG-Grafiken. Und früher war das ja alles so Tabelle und einfach nur Text und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich übersichtlicher. Auch wenn du jetzt hier so schöne Bildchen hast, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wenn man wenigstens wechseln könnte, aber kann man auch nicht die, wenn man sich das aussuchen könnte. So, was wollte ich denn jetzt? Ach so, ich wollte gucken, ob ich noch irgend... Ach, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr. Und ich kann mir auch keine Fackel machen, ne? Wie kann man sich eine Fackel machen? Man kann sich eine... Doch, man kann sich eine Fackel... an der Werkbank craften. Zum Glück bin ich direkt da. Nein! Da brauche ich auch Betreuung für. Mist, jetzt muss ich hier mit dem Streichholz durch die Gegend rennen. Ach du.
Ach du Heilige. So siehst du ja echt nix. Eine Fackel. Eine Flare, besser gesagt. Na. Aber die hält wenigstens ein bisschen. Uiuiui, jetzt haben wir Glück gehabt. Und man sieht dann doch schon wieder ein wenig mehr als im Streichholz. Also ich muss jetzt mal gucken, dass ich schnell den Ausgang finde. Hier ist er schon mal nicht. Sehen wir das mal wieder. So, wo bin ich jetzt lang? Hier lang? Ja, das war genau der falsche Weg. Hier bin ich richtig. Jetzt schaue ich eben, was es hier so gibt. Nix. Ich schaue eben, was es hier. Ach, springen konnte man ja nicht. Na gut. Ich gehe mal ganz kurz hier den Weg runter und schaue mir an, was da noch so lag. In der Hoffnung, zumindest ein wenig Lampenöl zu finden. Streichhölzer. Brauche ich nicht. Aber immerhin Gewehrmunition. Ja, wow. Boah, zum Glück halten die ein bisschen länger, die Flares. Also ich werde es nur schaffen bis zum Ausgang, aber... Trotzdem ist das Licht nicht so schön. Ja, so viel dazu, da sind wir schon. Voran. Hier gibt's doch wirklich nichts, ne? Wir sind noch mitten in der Dunkelheit. Das heißt, ich werde mich hier noch mal kurz aufs Ohr hauen. Ich werde es wohl nie lernen. Ich werde es nicht lernen. So, in der Zeit ist natürlich die Flare ausgeflärt. Aufheben. Wir sind wieder im idyllischen Tal. So sieht's aus. Jetzt suche ich mir noch eine bescheidene Unterkunft und werde diese Staffel dann beenden. Vorerst. So, das kann jetzt noch ein wenig dauern, bis wir da unten ankommen. Bei dem Wetter auch super. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Ich habe kein Messer. Ich habe kein Messer, ne? Sondern nur ein Beil. Na Prost, Mahlzeit. Wenn mir jetzt ein Tier entgegenkommt, bin ich geliefert. Do 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 do.